Auch schön. Ach so, ja gut, habe ich gerade nicht mitgedacht. Zurück. Draisine. Dann kann man natürlich jetzt den Zug ziehen. Intelligent gelöst. Müssten wir jetzt mal hier einfach mal. Na komm. Zieh das kleine Ding den Zug. Das Industriegebiet. Na komm. Bis Zalok müssen wir es schaffen. Dann können wir da hier abschleppen. Ja, abschleppen bitte. So. So. Na dann. Hüpf. Voran geht's. Gehen noch mühsam voran, aber ohne Energie, was sollen wir machen? Das können wir effektiver, wenn wir hier. Nee, nicht wirklich. Müssen wir hier hüpfen. Ein paar Springübungen. Köpft das kleine Männchen. Endstation. Das Knopf. Nein. Ach Mist. Und nun. So ohne Energie. Ich steig mal erstmal ein. Scheint sich nämlich auch gut zu bewegen. Oh hier. Halt. Ist noch ein Energiechen. Achso, wir fahren ja gar nicht um die Ecke. Stimmt. Ganz vergessen. Roll weiter. Das muss man selbst machen hier. Das muss man selbst holen. So, hops. Hier. Nochmal saugen an. So, Energie. Let's go. Den verdammten Briefkasten, den haben wir umsonst verbraucht. Ich noch. So, los geht's. Weiter geht's voran. Du bleibst dran. Na, Wind haben wir hier noch keinen. Jetzt haben wir Wind. Jetzt können wir hier mal Windkraft nutzen. Verkehrt ist es nicht. Ich mag diese Sache mit den Knöpfen, dass man da mal Knöpfe betätigen muss und so weiter. Relativ simpel hier. Schöne Spielmechanik mit den Knöpfen. Na komm. Solange die Energie noch reicht. Wo wir hier neue Energie herkriegen, ist die Frage. Solange fahren wir erstmal mit Windkraft. Mit Windkraft, sagte ich. Oder auch nicht. Hm.
hier irgendwo neue Energie. Hier gibt es erstmal einen Knopf. Da bringt uns aber nichts. Müsste ich jetzt ziehen oder was? Na komm. Ich zieh's, wenn's sein muss. Nicht ziehen. Na komm. Ich drück doch V. Er kommt jetzt hier. Die paar Meter. Jetzt zieh ich das Gerät noch. Drauf. Na komm, ich fürchte bis ganz nach vorne, müssen was ziehen. Da oben gibt es dann hoffentlich wieder Energie. Ich fürchte, das war da hochfahren. Das wird es wahrscheinlich sein. Na komm. Hinauf geht's. Wenigstens der Fahrstuhl funktioniert noch. Neue Energie. In Fass. Schwebt sie hinunter. Sie oder er ist nicht bestimmt. Es schwebt es hinunter. Sehr gut, können wir da jetzt durch. Dachte ich mir. Müssen wir vielleicht erstmal zurück und dort oben lang wandern. Und die Maschine zurückziehen. Immer nur am Trecken und am Zerren hier. Na komm, das hier. Die Dinger ganz drüben sind, die über die Flügel dort um die Segel rüber laufen kann. So. Na, geht doch, hier sind wir oben. Knopf. Tor geöffnet. Oh Schreck. Jetzt geht's hier hoch. Was suchen wir hier? Oha. Das Knopf. Da müssen wir lang. Ein anhaltender Ton, ein Soundtrack. Ah, vielleicht können wir ja die Kiste hier. Jan Henriksson. Ein Gedenkschrein oder so. Ja, sehr gut. Hier können wir dann durch. Und nun. Wir durch und den dicken Knopf drücken. Na komm. Ach du Schreck.
Jetzt fängt das ganze Ding hier an zu laufen, oder was? Jetzt bewegt sich die ganze Kolossus. Ja. Der Koloss. Von Schrottos. Ein gewaltiges Ding. Das hat auch so einen Energieanzeiger. Achtung. Achtung. Meine Güte. Ist ein bisschen größer als unseres. Ein bisschen. Da hinten drin steht unseres. Sprint. Löschen gehen. Ist jetzt hier ein bisschen umständlicher. Auwei. Wie sollen wir das denn löschen? Ich habe Energie mitgebracht. So, fahren wir erstmal rüber. Dann löschen wir es mit unserem Tank. Und Wasserenergie. Hier nicht weiter. Reicht unser Schlauch denn überhaupt so weit? Ich fürchte ja nein, aber. Ach was. Na komm. Das können wir doch hinkriegen. Na komm hier. Es wird ein bisschen Wasser verbrauchen. Wie soll das was werden? Müssen wir erstmal näher ran. Das Geschehen. Durch. Nicht. Theoretisch kommen wir ja bis ran. Ist halt das eine, wenn es bei uns passiert und hier bei uns. Auf dem kleinen Schiff. So wird das doch nichts. Es muss aber wahrscheinlich sowas. Und dabei sehe ich hier wieder was Wesentliches. Na komm. Nee, bis hin kommen wir nicht. Wir kommen da nicht bis hin. Tja. Wie löschen wir jetzt hier das Feuer? Auf dem großen Koloss das Feuer löschen. Das bringt uns doch hier auch nicht weiter. Wäre sehr naheliegend, aber. Nee, das bringt auf Dauer nichts. Auch wenn wir es schaffen, das mal dorthin zu ziehen. Es ist doch. Es ist ergebnislos. Ne, absolut nicht. Das tut's nicht.
Irgendwie mit dem Wasserschlauch, irgendwie. Das kann es doch nicht sein, oder? Da reißt ab einer bestimmten Stelle reißt der Schlauch. Ich kann mal von dort aus irgendwie. Jetzt hier. Ich sehe gerade keine andere Möglichkeit als mit dem Schlauch hier. Irgendwann ist das hier auch verbraucht und dann. Es bringt nicht wirklich was. Es bringt nichts. Ich versuche es doch. Mal wie denn? Den kann ich nicht näher ranziehen, oder? Das kann auch hin. Nee, das ist. Das ist doch ergebnislos. Wenn wir hier das ganze Wasser verpulvern, dann kommen wir doch auch nicht mehr voran. Wir haben da noch eine Box, aber vielleicht brauchen wir die woanders für. Ich versuche mal gerade was. Vielleicht können wir dich mal zurückziehen. Bis nach hinten. Ziehen war ja bisher immer die Lösung. Immer mit Anlauf. So, hier Attacke und jetzt mal mit der letzten Energie. Und stopp, stopp. So, und jetzt können wir doch hier. Stimmt. Mit Wasserlöscher. Na komm. Sehr gut. Nein. Verdammt. Nicht gestorben. Wir brauchen mehr Energie. Auf damit. Das muss jetzt leider. Wassermarsch. Er hat auch solche, so eine Feuerwehruniform an. Passt ja hier. Kleiner Feuerwehrmann. Und jetzt kommen wir doch bestimmt von da oben. Ach, das sind Energy. Das sind. Da kommen seine. Da kommt die Energie von dem großen Klopp. Von dem großen Klopper hier drauf. Nicht? Na dann halt nicht. Vielleicht geh mal durch. Mal ranziehen. Ah, okay. Das ist ein Energiedings. Wenn wir jetzt von oben drauf springen, könnte das doch was bringen. Sehr gut. Jetzt bist aber du noch am Weg. Wie kriegen wir da ein Energiedings für? Gibt es hier hinten noch was? Scheint es nicht zu geben.
Tom will's daran vorbei. Da kommen wir noch nicht vorbei. Gibt es noch einen roten Knopf? Noch Energiedinger für uns? Aha. Die können wir nachher aufsammeln, glaube ich. Was nun? Jetzt bewegt sich das hier weiter. Währenddessen mal die Kiste ab. Das ist nicht toll. Ist das wieder im Weg? Tja. So eine zweite Batterie besorgen. Verzweifelter Versuch. Hier vielleicht mal die Batterie reinzupacken. Bringt's nicht. Zu klein die Batterie. Gut, einfach platt fahren, können wir es nicht. Runter auf Deck 4. Hier gibt es einige von den Dingern. Und wie kriegen wir die hoch? Das ist die große Preisfrage. Stowage 4. Was bringt uns das jetzt? Wie bringt uns das jetzt weiter? Ich das jetzt darüber bringe. Hilft mir das jetzt wie weiter? Vielleicht kann ich mal das Auto rüber hopsen. Ich bezweifle es stark. Das darüber schieben. Inwiefern bringt mich das jetzt hier weiter? Vielleicht kann ich da unten nochmal durch und irgendwas. Hier stand das, glaube ich, vorher. Hilft es mir, da erstmal hochzukommen. Ist das erstmal Mittel dafür? Zu diesem Zweck. Gut, hier kommen wir erstmal hoch. Ja, aber wie? Aber wie?
Wie heben wir das hoch? Wir haben doch hier noch so einen Kran, dass wir das damit hochnehmen können. Und die Leine von dem Ding passt nicht so weit bis hierher. Das ist unmöglich. Was bringt uns das jetzt? Klein reicht doch niemals bis hier unten, oder? Reicht die bis da unten? Von da drüben. Die hat ja schon gerissen, als wir bis zum Feuer spielen wollten. Ich versuch's mal, aber. Wirklich? Es ist. Ja, gut, dann hat sich's ja. Können wir die noch? Nee, können wir nicht. Sehr schade. Die nochmal hierfür benutzen. Und dann hier. Hier unsere zweite Batterie und können da durch. Hey Quatsch, hier. Na komm. Jetzt ziehen wir den Klotz hoch. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das geklappt hätte. Dass das klappt.